Fast Forward Science ist für mich sehr gute Unterhaltung und man lernt noch was dabei. Fast Forward Science ist für mich auf jeden Fall wieder neue Motivation. Fast Forward Science ist incroyable. Fast Forward Science ist ein Videowettbewerb, auf den die Welt lange warten musste und den es jetzt endlich gibt. Es gab so viele Sachen, die ich toll fand. Es war dann sehr, sehr wichtig, mehrfach die Videos zu gucken, um überhaupt eine Abstufung voneinander zu finden. Das ist mir sehr schwer gefallen, weil ich so viele wirklich großartig fand. Wo finde ich denn hier diese Teilchen? Ah, da gibt es keine Teilchen. Gibt's hier nicht? Nee. Wieso nicht? Das ist alles Fantasie. Nur da zum Beispiel, einige. Es ist mehr so, Schwierig zu klären, oder? Das ist ja. Mark Wenskert versucht es trotzdem. Der Doktorand beim DESI bringt Licht ins Dunkel der Teilchenmaterie. Ja, ich habe eine Lieblingsstelle in meinem Video, und zwar, wo ich sage, dass alles aus dem Standardmodell besteht, alle Teilchen, das ganze Universum besteht aus dem Standardmodell. Was wir kennen, besteht aus diesen 12 Teilchen. Gnadenlos alles. Und dann sage ich sofort wieder, und das stimmt gar nicht. Und das ist schon wieder falsch, wenn ich das sage. Also, dass ich es auf eine witzige Art geschafft habe, anscheinend durch Zufall den Widerspruch oder die Fragestellung, die wir in der Wissenschaft haben, da reinzukriegen. Also man braucht ein bisschen Zeit und man braucht viele Gespräche und wir haben eigentlich nichts von vornherein festgelegt. Und das war, glaube ich, das Geheimnis des Erfolges. In 48 Stunden kriegt man locker ein Video hin. Also einfach Thema überlegen, Kamera auspacken, drehen, schneiden, fertig. Und dann muss man als Filmemacher noch ein bisschen drauf schauen, dass man das, was häufig lang gemacht wird, kurz gesagt wird in einfachen Sätzen. Wir haben versucht, künstliche Muskeln herzustellen, die durch Licht ausgelöst ihre Form verändern. Als wir alles gemacht hatten und alles fertig war, kamen wir zusammen, um die Formänderung bei Einschalten von Licht zu beobachten. Es ist nichts passiert. Und dann haben wir uns zuerst einmal sehr gewundert. Fail in der Wissenschaft ist ja immer ein bisschen schwierig, weil eigentlich will man ja nur Erfolge veröffentlichen. Trotzdem waren die am Institut für Organische Chemie an der Uni Mainz jetzt sehr glücklich, dass sie das auch mal in die Öffentlichkeit tragen konnten, das Thema. Weil man ja auch zeigen will, was halt nicht funktioniert hat, wenn man als seriöser Wissenschaftler, das war scheiße, das machen wir nochmal. As a scientist, I believe that videos are a very efficient way of communicating. We have several dimensions, we have the sound, we have the image, and so we can efficiently get a message in a few minutes. Der Arlet-Gletscher, der größte Gletscher der Alpen, hat das Leben vier junger und mutiger Männer genommen. Am Nachmittag des 4. März verließen drei Brüder mit einem weiteren Mann den Schutz der Hollandia-Hütte, um zum Concordia-Platz zu steigen. Aber die Männer kamen am Abend nicht zurück. Augenzeugen bestätigen, dass die Männer auf dem Weg zwischen der Berghütte und Concordia-Platz verschollen gingen. Die Skelette dagegen wurden mehr als 10 Kilometer talwärts an der Zunge des Arletsch-Gletschers gefunden. Um diese Abweichung erklären zu können, muss man die Verhaltensweise eines Gletschers verstehen. I thought it would be easy way to explain what we are doing as a scientist to a large community of people, because this comes from a very real historical story, and then we really use mathematics behind, and we can explain how we use mathematics and to do that work, and just at the end to state some assumptions about what happened that day. Dies lässt vermuten, dass die Gruppe höchstwahrscheinlich auf dem Rückweg die Orientierung verlor. Was mit dem plötzlichen Schneefall am Nachmittag des 4. März, der von damaligen Zeugen beobachtet wurde, übereinstimmt. Interesse zur Physik habe ich in Amerika bekommen, in meinem Auslandsjahr. Da hatte ich einen richtig guten Physiklehrer, der viel mit mir so diskutiert hat. Und da sind auch viele Gedankengänge entstanden, die ich jetzt in meinen Videos behandle. Sich in bestimmten Situationen unsichtbar machen zu können, ist wohl der Traum von jedem Menschen. Es existieren schon viele Ideen, wie man so etwas verwirklichen kann. Zum Beispiel ein Umhang, der die Umgebung filmt und sich selbst als Projektionsfläche nimmt. Doch wir wollen uns heute mal ein Konzept angucken, wie wir einen Tarnanzug bauen, der keine Illusion ist, sondern dich zu 100% unsichtbar macht. Ein Gag muss rein, das habe ich gemerkt, und den zu finden, das ist nicht immer so leicht.
Doch bevor ich jetzt allen Teenagern Hoffnung mache, muss ich leider noch auf einen logischen Nebeneffekt aufmerksam machen. Was haben wir am Anfang gesagt, wann können wir sehen? Wenn Licht in unser Auge fällt. Beugen wir das Licht um dich herum, ist dies natürlich nicht mehr der Fall. Wer also unsichtbar ist, ist gleichzeitig auch blind. In Deutschland könnte man alle Art Kanäle im Bereich Wissenschaft starten. Es gibt noch nicht viel. Einfach mal loslegen und über Themen berichten, die einen beschäftigen. Das Web wird in der Zukunft sicherlich eine ganz entscheidende Rolle für Wissenschaftskommunikation spielen. Und ich glaube, gerade für junge Leute, für Nachwuchswissenschaftler ist es auch ein Betätigungsfeld, um sich auch nochmal erstmal selber zu profilieren als Wissenschaftler. Nicht nur über Forschung, sondern auch über die Art und Weise, wie man Forschung transportiert. Wir haben jetzt schon eine sehr gute Resonanz aus den Wissenschaftseinrichtungen vor allen Dingen. Ich könnte mir vorstellen, dass noch ein paar mehr Unabhängige, noch ein paar mehr YouTuber kommen, vielleicht auch noch ein paar mehr Geisteswissenschaftler mit dazukommen und dass natürlich noch die Qualität der Videos weiterhin steigt und auch die Reichweite der Videos steigt. Ich wünsche mir eigentlich, dass wir jedes Jahr eine Kategorie wieder hinzufügen, dass man immer so ein bisschen auch mit dem Format spielt. Also die Chancen im Format Webvideo, die sind für mich meiner Meinung nach gigantisch. Da gibt es so viele Möglichkeiten, an die wir noch gar nicht gedacht haben. Es gibt schon so viele tolle Sachen. Ich glaube, wir erleben Anfang von was ziemlich cool.